Hey Leute, hier sind wir wieder und wie ich dürfte jetzt wissen, wie es weitergeht. Dürfte. Ach, nicht die Statistiken, meine Freunde. So. Genau, da ist das Fackeltum. Wir fackeln heute noch nicht lange, weil wir kein Feuer finden. Aber das werden wir heute erledigen. Und zwar soll laut dem Walkthrough, den ich habe, hier drin. Ja! Das bringt mir, glaube ich, gar nichts, oder? Oder doch? Warte mal. Wer ist Pierre? Keine Ahnung, wer dieser Pierre ist. Ah, nein, das bringt mir gar nichts. Aber was es halt auch noch geben soll, ist in diesem Häuschen. Always Einhorn is following you. Ach nee. Eine Kiste, die ich schieben kann. Nur, ich kann sie doch nicht schieben. Okay, das hat sich gelohnt. Das war definitiv von Erfolg gekrönt. Okay, Gaminator, das freut mich. Lord Norfolk, hab's in 4 Stunden geschafft ohne Pause. AOD in 4 Stunden. Ich glaube, der Weltrekord von AOD ist halt noch nicht mal so gut. Du musst darüber. Okay, ich muss darüber. Rüberklettern. Okay. Was? Okay, man kann hier rein, offenbar. Da ist eine Kiste. Da ist auch ein Hebel. Teduva, nein. Im Grunde genommen. Ich habe eine Idee. Glaube, ich habe eine Idee. Ja, die schrumpfen tatsächlich. Das sieht man an der Textur, die sich verformt. Genau. Dankeschön, Massive Shambles. So hätte ich mir es jetzt auch gedacht, tatsächlich. Wenn das funktioniert, dann haben wir endlich diese scheiß Fackel da oben. Okay, die Säule hier. Man kann da nicht hoch. Scheiße. Kann ich sie so da hochkriegen? Nein. Ah, ihr habt eine Idee. Ach Mann. Nicht dahin, Lara. Bist du doof? Die vordere reicht aus. Okay. Ja. Da liegt die Fackel. Ich hoffe, das gilt. Sie liegt nicht ganz drauf, aber das ist auch ein Abquälen, diese Fackel da drauf zu kriegen. Sushi Ace? Hallo Sushi Ace. Wieso Corner Glitch, Marco? Der wurde in diesem Level kein einziges Mal benutzt. Ich ihn kein einziges Mal hinbekommen habe. So, wir haben die Säulen hochgefahren. Bitte sagt mir, dass es gilt. Wenn es gülte,
Dann läge jetzt da oben drauf. Ach, shit. Muss erstmal da hochkommen. Hundi! Und ich kann auch von hier aus hochspringen. Scheiße. Ach so, der geht nicht so einfach, während man eine Fackel trägt. Während man diese Fackel trägt, explizit. Hund! Wie zur Hölle ist der Hund oder was auch immer es ist hier hochgekommen? Nein! Scheiße! Okay, weiß gar nicht mehr, was, wen oder was wir eigentlich anzünden wollten. Geht das? Das geht. Oh, Leute! Ja, Peace Silas, genau das frage ich mich halt auch. dieser Tod war geil. Geil. Ich liege da tot und auf meinem Grab steht. Oh, das fühlt sich geil an. Hat sich der Hund da hochgefurzt? Ein Turm aus seiner eigenen Kacke errichtet? Das war ein Zitat. So, apropos Zitat, Lara Zitat auch schon ziemlich viel, denn es ist hier sehr, sehr kalt. Scheiße. Bring nicht wieder die scheiß Überleitungen zurück. Ja, den Schneemann. Sache ist, wir müssen natürlich die Fackel aber erstmal anzünden. Und das ist bei dem Schneemann in der Passage. Stimmt. So, wir müssen nur noch kurz den Schneemann suchen. Der hat ja Beine und kann sich bewegen. Deshalb vergesse ich immer, wo der ist, weil der immer woanders ist. So fühlt es sich zumindest an. Ich weiß, dass es nicht stimmt. Ja, Peace Silas, es tut mir leid. Kerzenständer anzünden und Schneemann abfackeln. Bin dabei, wie du siehst. Man sieht gar nichts. Geil, Feloschka. Mir ist halt wie eine, wie heißen das, philosophische Überlegung wirkt. Auf dem Nachhauseweg habe ich nachgedacht und ich finde, es war falsch, Marco mit dem Spiel zu konfrontieren. Ja, Schnee brennt gut. Was? Nee. Frage ist, kommen wir mit der Fackel zum Schneemann? Weil ich glaube, wir mussten auf dem Hinweg durch ein Gebäude hüpfen. Ich weiß es aber nicht mehr. Da. Nein. Gar nicht. Da, hier ist der fucking Schneemann gewesen. Da? Oh, wie schwer ist denn dieser Schneemann zu finden? Ach, ich muss das erstmal. Tja, Dechard, woher weiß ich das wohl? Ich muss den erstmal anzünden. Das war eine schwere Geburt. Dankeschön an Messi Shambles für die unersetzliche Hilfe. Ich habe beim Walkthrough in Textform halt gar nicht mehr durchgeschaut. Oh! Durchgeblickt, sagt man ja. Guter Marco, yay! Du hast das Gender der Schneeperson bestimmt, ohne ihn danach zu fragen. Triggert. Sushi Ace, du hast
Du hast gerade auch gesagt, ohne ihn danach zu fragen. Jetzt bin ich auch getriggert. Jetzt sind alle getriggert. Jetzt ist eigentlich alles verloren. Brenne! Ja, gut. Es geht aber auch nicht besser. Eine Möhre. Eine Möhre ist alles, was ich dafür bekomme. Wieso liegt die Möhre noch da? Stimmt, das gab's ja auch noch. Okay, jetzt müssen wir zum Pferd. Hauptsache, dass die Sicht ist noch da. Ich glaube, das Pferd war verbunden mit diesem Haupthof hier. Wir hatten ja extra einen Schlüssel gefunden, der das Pferd geöffnet hat. Ich weiß nur nicht wo. Da. Always I wanna be with you. Hast du auch ein Rücklicht, Pferd? Hast du auch ein Rücklicht? Das Pferd hat sogar kein Rücklicht. So, ich hasse übrigens die Fahrzeugsteuerung von Tomb Raider 4. Ich finde, in 3 war das besser, wo man halt mit einer Taste einfach zurück konnte. Falsch. Open your eyes, I see your eyes. Ah, bad. Ja, ich komme hier nicht mehr runter. Okay, wir laden. Look at my horse is amazing. Give it a Oh! Wir sind weitergekommen. Das arme Pferd. Dennoch. Explodiert das auch im Wasser? Das im Wasser explodierende Pferd. Großartig. Wie machst du das? Chief Date, ich denke nicht heute. Irgendwo erkenne ich die Musik, definitiv. Ja, Veloschka, das Pferd brauchen wir jetzt nicht mehr. Das können wir jetzt bis ans Ende aller Tage dort stehen lassen. So, auf zur Kirche, meine Freunde. Es hat noch nie jemand so enthusiastisch gesagt, auf zur Kirche, meine Freunde. Vor allem nicht auf Twitch. Marco jetzt gläubig? Marco doch Gott? So.
Das Pferd wird für kommende Generationen eingefroren. Ja, die anderen Leute, die das Level spielen, müssen ja auch ein Pferd haben. Denk doch mal logisch. Logisch. Denk doch mal logisch. Okay. Es gab doch eine Kirche in dem Level. Da ist sie. Du solltest die Kirche im Dorf lassen. La, la. Miss Crazy Home, wir haben nur ein Pferd eingefroren und eine Möhre in das Pferd gesteckt, sonst nichts. Wie machst du das mit dem Chat an der Seite und den Follow-Animationen? Das ist Tippy Stream. Klar, der Eingang zum Friedhof öffnet sich nur, wenn jemand das fucking Kreuz klaut. Und der Kameramann war schon da. Warum hat der die Tür nicht einfach geöffnet? Dechan? Ja, denn super. Dankeschön fürs Verlinken, Teduwa. Ich hab da. Das ist echt problematisch, dass die Seite verglichen damit, wie einfach sie ausgesprochen wird, sehr, sehr kompliziert geschrieben wird. Ich vergesse immer, wie viele Es es sind. Und deshalb kann man schlecht Leute darauf verweisen. So, wir sind ein Tomb Raider. Hier sind die Gräber. Hier gehören wir hin. Hier gehen wir hören. Da gammeln wieder ein paar Tauben rum. Der Orgelspieler hatte es halt im Kreuz und hat sich über die Entfernung dessen sehr gefreut. Veloschka, geh weg mit den Augdegräbern. Ach nee. Dieser scheiß Kackfriedhof in Audi. Das AOD-Gestrüm. So. Muss was mit den Vögeln sein, oder? Da ist noch so ein komischer Vogel. Kerzen, sag mir nicht, dass ich die Kerzen anzünden muss oder so. Zerdawan, vergiss es. Nie wieder werde ich dieses wundersame AOD, von dem alle reden, spielen. Und jetzt zitiert das sowieso wieder irgendjemand und ersetzt das nie wieder durch im nächsten Stream oder so. Du musst die Vögel anzünden. Genau, das wird die Lösung sein. Ach, shit. Wir holen mal, ich würde sagen, ich hole mal die Fackel und dann gucke ich, ob ich diese scheiß Kerzen, diese doofen Kerzen anzünden muss.
Aufnehmen? Weißer Vogel, dort die Kerze aufnehmen. Tomb Raider EDF. Achso. Das wollte ich nicht. Das rote Finchi habe ich mir schon angesehen. Das war tatsächlich nichts, womit man interagieren konnte. Wir haben irgendwas geöffnet. Das machte mich froh. Wir sind dem Stern gefolgt. In der Grippe lag neben Toby Gard und dem Core-Team AOD. Ich hab keine Ahnung, Messi Shambles. Das ist leider so ein... ich sag mal Opfer. Nein, so ein Muster. Ich sag mal Opfer. Nein, so ein Muster in diesen Custom Levels, dass das teilweise Lösungen sind, auf die man niemals kommen würde. Weil man einfach nicht weiß, dass man mit irgendeinem Gegenstand interagieren kann und es auch überhaupt nicht ersichtlich ist. Das ist immer ein bisschen doof. Fakt ist, wir haben irgendeine Tür in diesem riesigen Level geöffnet. Ja, Dechan AOD ist der Antichrist unter den Tomb Raider-Titeln. Das kann man so eigentlich stehen lassen. AOD-Chan ist irgendwie witzig wegen dem D und so. Also... Die Menschen, die dort herumstehen, sind gruselig. Das muss ich bestätigen. Denke ich mir auch immer, wenn ich in den Stream-Chat gucke. Nein, Quatsch. Ja, TR1 ist auch der Antichrist unter den Tomb Raider-Titeln. Es gibt halt zwei Antichristen. Kooperation und so. Muss ich auch mal sagen. War es das hier? Es war das hier, oder? Jep, neuer Abschnitt. Nein, hier waren wir schon mal. Richtung Oh, danke. Okay, Messi Shambles. Ich war gerade dort und wollte jetzt schon zurücklaufen. Stall und Eisloch, dort bitte rechts abbiegen. Du bist mein Navi heute, glaube ich. Markus' Gesicht hat so ein gesundes Blau. Ja, es ist der Bildschirm. Wegen dem Level. Jetzt ist es rot. Ja, gut. Das stand tatsächlich nicht dabei. Aber anscheinend hat Lara ja nur diese Kerze gesucht. Rechts abbiegen? Das wäre hier. Tomb Hill, The Legend of Lara.
Komisch, das hatte so eine andere Farbe als der Rest der Wand. Da vielleicht? Bitte, 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 bitte. Ja! Wir sind richtig! Oh, nein! Nein! Oh, das macht ihr nicht. Ich hab noch nicht gespeichert. Der Weg hier war der längste Weg, den ich je gelaufen. Nein! Jetzt habe ich. Was ist nicht dein Ernst jetzt? Okay. Wie auch immer mich dieser Stein überrollen konnte. Ho! Da ist noch ein Stein. Was wird jetzt wohl passieren? Wird es nicht auf Dauer langweilig, da den ganzen Tag rumzuhocken und ich weiß ja nicht. Engel, ich weiß, du bist göttlich und so und du hast Würde und all der Scheiß, aber geh aus dem fucking Weg, da liegt ein Schlüssel. Okay. Jetzt wird der Boden zu Lava und alles explodiert. Was waren gerade Martha und Marco? Oh! Ich war der Fuchs. So, wir haben dieses Gebäude betreten. Ich hoffe, wir kommen langsam zum Ende des Levels. Oder was heißt hoffe? Ich denke es vor allem. Kenne ich definitiv. Da muss das Kreuz hin, oder? Ah, Kingdom Hearts. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Sie haben es schon wieder gemacht. Sie haben es schon wieder gemacht. Ah. Die Welt ist schön. Die Welt ist schön. Nur ein schöner Ort.
Da hängt Schinken, stimmt. hi. So, hoch da. Ich hab nur was im Chat gelesen. Kann man den runterschubsen? Und dann zerbricht der und dann war da ein Schlüssel drin und... Den ganzen Tag lang. Scheiße, jetzt setzt die Musik aus. Das ist doch scheiße. Musik, komm wieder. Den ganzen Tag lang sitzt Herbert auf diesem Treppengeländer und denkt nach über den Tag, an dem er den ganzen Tag lang auf diesem Treppengeländer saß und nachgedacht hat über den Tag, an dem er den ganzen Tag lang auf diesem Treppengeländer saß und nachgedacht hat über den Tag, an dem... Okay, zurück. Ja, ja, ja. Dieser Weihnachtsbaum ist so unglaublich interessant. Ja, ich muss bestätigen, ich bestätigen. Und er denkt, wenn er lange genug zittert, fängt der Baum an zu brennen. Das ist die einzige Erklärung für das, was hier passiert. Ich meine, was ist das für eine Freakshow? Was zur Hölle? Hier steht der Priester in der Wand. Beim Gebet. Das Bett stößt mich ab. Ich will doch einfach nur schlafen. Nein! Da ist offenbar ein Todesstern in der Luft. Ah, wir setzen das... Boah, hängt sich so ein Scheiß. Okay, wir setzen das Bett ein, das Boot. Warte mal, wir haben das Kreuz schon eingesetzt. Nee, noch nicht. Wir setzen das Kreuz doch nicht ein. Ah. Weißt du, welche noch, wo die Stelle war? Diese Stimmung hier. So. Ich habe da ein Gefühl für, was jetzt passieren wird. Always I wanna be. I wanna be with you and make believe. Okay, jetzt ist es aus. Klappe halten alle, mal kurz Schnauze, wir wollen Atmo! Du 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 du! Okay, es ist Uhr. Was? Es war alles so schön. Ich dachte, wir wären am Ende. Alle waren schon emotional.
Emotional! Okay, offenbar müssen wir hier noch ein paar Hebel umlegen. Ja, alle waren schon emotional. Das Level geht erst jetzt los. Und das alles unter dem Haus. Tutorial geschafft. Stimmt, wie hätte ich auch erwarten können, dass das Level zu Ende ist, bevor die Kisten geschoben werden. Das Level ist erst zu Ende, wenn die dicke Frau Kisten schiebt. Lara schiebt Kisten auf DSF. Always I wanna. Okay, geil, wenn man an dem Hebel zieht, vibriert der Butler. Nein, ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Wir kommen sicher unter dem Strahauf raus. Genau. Hier mal mit auf dem Strahauf. Es reicht. Sie jetzt an dem Hebel, um den Butler zum Vibrieren zu bringen. Butler mit Batteriegehäuse im Arsch. Was? That escalated quickly. Alter. Alter. Wie viele Hebel sind das denn? Gleich kommt Eckart verkleidet als Weihnachtsmann. Kann man hier durch? Nee. Das war doch alles so schön. Levelfortschritt 2%. Okay, wir haben den obersten Hebel. Wir haben den obersten Hebel zumindest schon mal. Ja, abgesehen davon, es war einfach. Das werde ich nicht leugnen. Oh Mann, Levelersteller, es tut mir so leid, aber ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Okay, Also. Dann kannst du jetzt wieder zurück. Wow, aber man muss nicht alle ziehen. Vermutlich muss man nur alle ziehen, um die Platte hochzufahren. Und da wir ja mit dem, ich weiß nicht, wie dieser,
dieser Move heißt, unter der Platte durchgeglitten sind. Kann sein, dass wir das mal eben geskippt haben. Sie ist aber kein Bug per Definition. Das möchte ich anmerken. Konstatieren möchte ich das. Oh. Es ist so wunderschön hier. Seht ihr diese Ziegel? Jeder dieser Ziegel erzählt eine Geschichte. Und sie enden alle damit, dass irgendjemand ins Klo fällt. Das sind wahre Gefühle. Ja, Messi Schemmels, es ist wie gesagt offiziell auch kein Glitch, also Spielmechanik. Man darf. Wir müssen den Kamin theoretisch auch noch anmachen. Hallo, agonische Maid. Bei Marco wird geziegelt. Was soll das denn jetzt heißen? Hallo, Jacob. Das ist ja doof. La 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 la. Immer wieder müssen wir in allen coolen Leveln müssen wir Winston am Ende auftauen. Das ist schon mal aufgefallen. Ja gut, nicht am Ende, aber so ungefähr. Die darf ihn nicht lecken, sonst bleibt sie mit der Zunge dran kleben. Ja, Messi Shambles, habe ich mir gerade auch so gedacht. Ich habe sie ja eben schon mal versehentlich nochmal aufgenommen und sie hat noch gebrannt. Ich glaube, ich weiß halt noch, wo sie liegt. La, 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 la. Oh, das sieht der Alte gern. Erstmal gucke ich, ob das da der richtige Weg ist. Da war richtig. Be with you and die Titanic ist gegen Winston gefahren. Wie kommst du da? Ach ja, weil Eisberg und so. Ich verstehe. Ich hab den Witz durchschaut. Mich könnt ihr nicht reinlegen. Oh nee. Was? Wie soll ich ihn denn da hinschieben? Och nee. Wir müssen einen Mega-Umweg nehmen. Oh Gott. Das ist wahrer Spielspaß. Zeit, um nachzudenken. Besinnlich zu sein. Miss Crazy Home, der steht noch nicht so wirklich fest. Und die ganze Zeit diese coole Musik, die man aber nicht 10.000 Mal hintereinander hören sollte. Weil sie halt von ihrer emotionalen, aufgeladenen Stimmung nie so ganz passt, oder? Nein, J-Core, das ist nicht Messy Christmas, das ist Another Town. Ein Weihnachtslevel aus dem Adventskalender 2015,
Und mega witzig irgendwie. Bisher eigentlich nicht witzig, sondern cool gewesen, aber jetzt auch noch witzig. So cool. Ja, Winston. Weiß doch jeder, was passiert ist, wenn er mal wieder im Eis festfriert. Das Winston aus dem Eis kennt man doch. So allgemein bekannt ist das doch. Messi Winston. Messi Winston. Messi Winston. Lol, XDDDD. Meinte ich eigentlich. Welcher Smiley? Kappa? Kappa ist kein Smiley. Kappa ist eine Lebenseinstellung, Mann. So. Wir haben die Fackel. Auf das Level, wo er endet, wenn wir Winston auftauen? Der maulige Barsch. La, 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 la. Würde ihn am liebsten direkt ab einfach anzünden. Der Tomb Raider Weihnachts auch. Rauch. Winston and Eisen. Mann, in der Zeit, in der ich Marco nicht mehr geschaut habe, ist mein Kappa schon total eingerostet. Naras Geschenk. Wir haben ein Geschenk, weil wir so artig waren und den guten Winston. Naja. Ja, ist another town. Trip to Rain, hier waren wir noch nie. Geschenk. Ah, klar. Schieb mal Winston ins Feuer. Das geht leider nicht. Ach, unter den Baum stellen einfach. Wär eine Theorie, definitiv. Da vielleicht? Zünde das Geschenk an. Hui. Das hat gedauert, war aber ein mega cooles Level. Und das zweite hintereinander, das wir durchgespielt haben, ist auch ganz cool. Definitiv. Ich glaube zumindest, dass es jetzt zu Ende ist, wie? La, la, la. Alle voll Depri. Ja, wir haben das Level durchgespielt, Leute. Wir haben blau und schlau gelöst oder so. Die Leute setzen sich auf meine ganzen Geschenke und klauen sie. So typisch Mann. Du kommst perfekt so zum Ende des Levels Trip to Rain, aber auch zum Start eines neuen Levels. Und hallo auch Omi Old. Und das war Another Town. Erfolgreich durchgespielt. Wir machen also eine Pause und dann begrüße ich euch in einem neuen Level. Und bei dem Level gucken wir uns erstmal an, wie es ist. Und also da weiß ich nicht, ob es gut ist, aber wir schauen mal. Search AQ Emergency wäre dann wahrscheinlich, ja, ist eigentlich ein guter Vorschlag, falls das nächste Level nicht so cool ist. Aber ich weiß es nicht. Wir schauen einfach mal. Also bis nach der Pause.